I tell you, I'm really excited to minister God's word. Ich sage euch, ich bin sehr aufgeregt, das Wort Gottes zu bringen. And I'm very honored to be a vessel that God can use. Und ich bin geehrt, ein Gefäß zu sein, das Gott gebrauchen kann. My prayer is that the short word that I'm going to speak is going to find a place in your heart. Und mein Gebet ist es, dass das kurze Wort, das ich sprechen möchte, einen Platz in eurem Herzen findet. You know, I enjoy preaching. Ich mag es zu predigen. More than anything, I enjoy preaching. Ich habe mehr Spaß daran als an allem anderen. But I don't want to stand before people just to speak something that comes from me. Aber ich möchte nicht vor Leuten stehen, um etwas zu sprechen, was von mir kommt. My heart's desire is that God is going to speak through me. Aber mein Wunsch ist es, dass Gott durch mich spricht. And that is the prayer I pray every day before I stand before people. Und das ist das Gebet, das ich jedes Mal bete, bevor ich vor Menschen trete. Because you know, I believe that God wants to speak to us on a daily basis. Denn ich glaube, Gott möchte jeden Tag zu uns sprechen. God has a word for each and every one of us on a daily basis. Und Gott hat jeden Tag ein Wort für uns. And as we always say, one word from God will change your life. Und ein Wort von Gott wird dein Leben verändern. Now today message, I don't know who it belongs to. Und ich weiß nicht, für wen die Botschaft heute ist. But yesterday, you know, yesterday my heart was so troubled. Aber gestern war mein Herz so betrübt. But I went to a church in Hürden Baptist, and I just wanted to be alone, and I just closed myself there, and I sat on the keyboard, and I just started playing and worshiping God and just praying. Und dann bin ich in eine Gemeinde gegangen, habe mich dort eingeschlossen, ans Klavier gesetzt und angefangen zu spielen und zu singen. You think I cannot play keyboard? Yes, I am. When I sit there under the anointing of God, I tell you the spirit flow and I just sing. So I sat there and I was just praying and my heart was crying out to the Lord. Also saß ich da und habe ganz wunderbar das Klavier gespielt und gesungen und I had a hunger for the Lord. Und ich hatte einen Hunger nach Gott. I don't know how many of us have a hunger for God. Ich weiß nicht, wie viele von uns so einen Hunger haben nach Gott. But we need to come to a place that we want to receive more from God. We want to hear that which God wants to speak. Aber wir müssen so hungern nach Gott, dass wir das hören, das Gott uns sagen möchte. How hungry are you? Wie hungrig bist du? Genau, wie hungrig bist du? How hungry are you? How hungry are you? Wie hungrig bist du? How hungry are you to receive something from God? Wie hungrig bist du danach, von Gott etwas zu empfangen? I tell you, yesterday I was so hungry to receive a word from God. I was not at peace. I just said, God, I just want you. Und gestern war ich so hungrig nach Gott, dass ich gar nicht einen Frieden hatte. Ich wollte unbedingt von Gott etwas bekommen. And the whole day it was just like that. Und das war den ganzen Tag so. And I came here and even until late in the night and I was just talking to God and I was just saying, God, what do you want me to say? Und ich kam auch hierher, bis in die Nacht saß ich hier und bat Gott, mir zu sagen, was ich sagen soll. And you know, after that, God gave me a word. Und dann hat Gott mir ein Wort gegeben. It is so exciting when you are in such a place where you don't have peace, you are not at ease. Und man freut sich so sehr, wenn man an so einem Zustand ist, in dem man keinen Frieden hat. And you receive one word from God and it gives you peace. Und wenn du dann ein Wort von Gott bekommst und der dir den Frieden gibt. Ah, I like that experience. Ich liebe diese Erfahrung. When God speaks to me, wenn Gott zu mir spricht, and it gives me peace in my heart. Und das mir dann Frieden in meinem Herzen schenkt. And after I hear the voice, I just know that all is well. Und dann weiß ich, alles wird gut. I pray that God's word today is going to give you peace. Und ich bete, dass das Wort Gottes heute dir auch Frieden schenkt. That you will know that it is going to be well. Dass du ganz genau wissen kannst, es wird gut werden. Do you know if you've invited the Lord in your situation, it is going to be well. Denn wenn du Gott in deine Situation eingeladen hast, wird es schon gut. It doesn't matter what your neighbor thinks or does. Es ist egal, was dein Nachbar tut oder denkt. It doesn't matter what your boss thinks or he does. Und es ist auch egal, was dein Boss tut oder denkt. When you've invited God in your situation and God has come in your situation, it is going to be well. Wenn du Gott eingeladen hast und gekommen ist, dann wird es gut werden. I want you to prophesy in the life of your neighbor and tell your neighbor, it is going to be well. Ich möchte, dass du in das Leben deines Nachbarn prophezeist, es wird gut werden. Ja, es wird gut werden. Es wird gut werden. Genau. It is going to be well. Es wird gut werden. So,
God took me to the book of Genesis chapter 26 verse 19. Gott brachte mich in 1. Buch Mose 26. Actually, I just had in my heart about wells. Digging the well, keep on digging the well. That's what I had in my heart. Grabe den Brunnen weiter. And in Genesis chapter 26, we are going to see something in that direction. Und hier in diesem Kapitel sehen wir etwas Ähnliches. Verse 19, it says, and Isaac's servants digged in the valley and found there a well of springing water. And the herdsman of Gerar did strive with Isaac's herdsman, saying, the water is ours. And he called the name of the well Ezek, because they strove with him. And they digged another well and strove for that also, and he called the name of it Sitna. And he moved from there and dug another well, and they did not quarrel over it. So he called its name Rehoboth, because he said, for now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land. Praise the Lord. Von Vers 19. Auch gruben Isaaks Knechte im Grunde und fanden dort eine Quelle lebendigen Wassers. Aber die Hirten von Gerar zankten mit den Hirten Isaaks und sprachen, das Wasser ist unser. Da nannte er den Brunnen Zank, weil sie mit ihm da gezankt hatten. Da gruben sie einen anderen Brunnen. Darüber stritten sie auch. Darum nannte er ihn Streit. Da zog er weiter und grub noch einen anderen Brunnen. Darüber zankten sie sich nicht. Darum nannte er ihn weiter Raum und sprach, nun hat uns der Herr Raum gemacht und wir können wachsen im Lande. Mm-hmm. Amen. The Lord has made room for us. Der Herr hat uns Raum geschaffen. We shall be fruitful in the land. Und wir werden fruchtbar sein in dem Land. You know, my message for you today is that the Lord has made room for you. You shall be fruitful in the land. Meine Botschaft für euch ist heute, Gott hat dir Raum geschenkt, du sollst fruchtbar sein in deinem Land. But have you ever been in a situation like Isaac? Aber warst du schon mal in so einer Situation wie Isaac? They went to this place, they went to Gerar and they dug a well. Sie sind dahin gegangen und haben einen Brunnen gegraben. Digging a well is not an easy thing. Und einen Brunnen zu graben ist keine leichte Aufgabe. Especially in those days. Vor allem in dieser Zeit. It was not an easy thing to dig a well. Es war keine leichte Aufgabe, einen Brunnen zu graben. You needed to work extra hard. Du musstest wirklich hart arbeiten. And it's not just digging a small hole. Und es ist nicht nur ein kleines Loch zu graben. You have to dig deep to get water. Du musst ganz tief graben, damit du ans Wasser kommst. So these men, they worked hard, extra hard. Also haben diese Männer ganz schön hart gearbeitet. They dug. Und sie haben gegruben. They sweated. Und haben geschwitzt. And then when water came, und dann als das Wasser kam, I can see the excitement in their face. Wow, we've made it. Kann ich schon sehen, wie die Gesichter erstrahlten. I can see celebration, they're celebrating. Here is water. Und sie feierten, ja, wir haben Wasser gefunden. And in the midst of the celebration, und in diesem Feiern, the enemy comes. Kommt der Feind. And this is what the enemy says, the water is ours. Und dann sagte der Feind, das Wasser gehört uns. Can you imagine, you work hard for something. Kannst du dir das vorstellen, du arbeitest hart. And when you've succeeded in getting the results of what you have worked for, und wenn du erfolgreich warst und das bekommen hast, somebody says, comes and says, now this is mine. Dann kommt jemand und sagt, nein, das gehört mir. That's what exactly happened to them. Das passierte denen. But you know, in life there are situations like that also in our life. Aber auch in unserem Leben passieren solche Dinge. We work hard for something. Wir arbeiten hart für etwas. Then after we work hard for something, somebody comes and takes it away. Und wenn wir es bekommen haben, kommt jemand und stiehlt es. But the saddest thing that it is that it did not happen only once. Aber das Traurige ist, es ist nicht nur einmal passiert. They dug the first well. Sie haben einen Brunnen gegraben. The enemy comes and says, this is ours. Dann kam der Feind und sagte, das ist unser Wasser. They came and they digged another well. Und dann genau. Dann gingen sie und haben noch einen Brunnen gegraben. The enemy stole away the first well from them. Und den ersten Brunnen hatte der Feind schon gestohlen. They did not get discouraged. Aber sie wurden nicht entmutigt. They looked for another place and dug for dann the well. Haben sie nach einem anderen Ort gesucht und einen weiteren Brunnen gegraben. But again the enemy came and started struggling with them over that well again. Und dann kam der Feind wieder und hat mit ihnen gestritten. So they moved from that place and they dug another well.
Dann sind sie wieder von diesem Ort weggegangen und haben einen neuen Brunnen gegraben. I believe that there is somebody here today. You've been doing something and once you succeeded, somebody comes and takes it from you. Ich glaube, hier ist jemand, der etwas geschafft hat und sobald du es geschafft hast, wird es dir wieder weggenommen. But God wants you to know that you should not be discouraged. Aber Gott möchte dich wissen lassen, du sollst nicht entmutigt werden. You should not stop believing. Und du sollst nicht aufhören zu glauben. Don't stop digging. Hör nicht auf zu graben. Dig the well. Aber grabe weiter. When they take the first one, wenn sie den ersten nehmen, look for another place, dann such nach einem anderen Ort. Dig another well. Und grab noch einen weiteren Brunnen. When they follow you and take that well from you, und wenn sie dir folgen und auch den zweiten wegnehmen, look for another place, dann such noch einen anderen Ort. Dig another well. Und grabe einen weiteren Brunnen. Because a time is going to come. Denn es wird eine Zeit kommen. Just as it happens in verse 22. So wie es in Vers 22 geschieht. They went and dug the third well. Sie sind gegangen und haben einen dritten Brunnen gegraben. And God gave them peace. Und Gott hat ihnen Frieden gegeben. God will give you peace. Gott wird auch dir Frieden geben. God will give you success. Gott wird dir Erfolg geben. Amen. Amen. I believe that with all of my heart. Ich glaube das mit ganzem Herzen. So stop being discouraged. Also hör auf, entmutigt zu sein. Get your tools and go to work again. Und hol dein Werkzeug und arbeite weiter. Maybe you've packed your tools because you say, oh, I'm not going to work for my enemy. Vielleicht hast du dein Werkzeug schon weggepackt, weil du denkst, ich werde nicht für meine Feinde arbeiten. Unpack your tools. Hol dein Werkzeug wieder raus. Look for another place. Und such nach einem neuen Ort. Dig the well again. Und grabe einen neuen Brunnen. Maybe you have in your workplace people that are fighting against you. You get a job and people fight you and you are always on the move. Vielleicht findest du an deiner Arbeitsstelle immer Menschen, die gegen dich sind. And you've been discouraged because of that. Und vielleicht bist du entmutigt deswegen. God wants you to be encouraged. Aber Gott möchte, dass du ermutigt bist. Genau. Er möchte, dass du ermutigt bist. God wants to encourage you. Yeah, God wants to encourage you. Gott möchte dich ermutigen. You know, those days a well in the desert country of Palestine was a sign of wealth. Damals war ein Brunnen ein Zeichen von Wohlstand. So imagine they worked to be they received this wealth. Also kannst du dir vorstellen, sie haben diesen Brunnen bekommen. And the enemy came and took it away from them two times. Und dann kommt der Feind zweimal und nimmt dir diesen Brunnen weg. A well, those days also represented independence, that somebody was independent. You are not depending on another person. Und ein Brunnen stand auch für Unabhängigkeit. How many of us doesn't want to be independent? Wer von uns möchte nicht unabhängig sein? Each and every one of us want to be independent. Jeder von uns möchte unabhängig sein. They didn't want all the time to go buy water from the neighbor, just to go talk to the neighbor all the time and getting the well. So they say, I'm going to dig my own well. Sie wollten nicht jedes Mal zum Nachbarn laufen, um Wasser zu bitten, sondern wollten einen eigenen Brunnen haben. Those days, when somebody had a well, it meant they had power. Und damals bedeutete ein Brunnen auch Kraft oder Macht. A well was also an ancestral legacy. Passed from one generation to another. Und ein Brunnen wurde auch immer weitergegeben von einer Generation zur nächsten. You know, water in a desert is something very valuable. Und Wasser in der Wüste ist sehr wertvoll. I don't know how many of us have ever, at least I know one person has been in a desert before. Ich weiß nicht, wie viele von uns schon mal in der Wüste waren. I don't know how many of us have ever been in a desert. Ich weiß nicht, wie viele von uns in der Wüste waren. But you realize in a desert place, water is important. Aber man weiß genau, in der Wüste ist Wasser sehr wichtig. Water is important. Wasser ist sehr wichtig. Those days, wells were also used for landmarks. Und damals wurden die Brunnen auch benutzt, um das Land zu markieren. But unlike our generation now, aber nicht so wie die Generation jetzt. Those days they used to dig well with the hand. Wurden damals die Brunnen mit der Hand gegraben. And it took time and labor. Und es hat viel Kraft und Zeit gekostet. Most of us we come from Africa and I come from Kenya. Pastor Maxo kommt aus Kenia. Genau.
And in Kenya, every family, if you're living in the city, every family, they have a village somewhere. Und jeder, der in der Stadt wohnt, hat irgendein Dorf im Land. And you realize that many villages are not developed. Und man sieht, dass viele dieser Dörfer nicht entwickelt sind. At least now there's so much development going all over Africa. Aber jetzt gibt es eine große Entwicklung. But I remember those days. Aber ich erinnere mich damals. Those days. Damals. In fact, when I was in school. Als ich noch zur Schule ging. I was taken to a boarding school in high school in a rural area. Da musste ich in ein Internat in ein Gebiet weit weg. We had water in the school. Wir hatten Wasser in der Schule. But not every week. Aber nicht jede Woche. The times water failed. Manchmal ging das Wasser aus. So when there was no water, und wenn es kein Wasser gab, we had to walk a long distance to the river. Mussten wir einen langen Weg laufen bis zum Fluss. We used to go swim in the river. Und dann sind wir im Fluss geschwommen. After class, we used to go bath in the river. Und nach der Schule sind wir zu diesem Fluss gelaufen. And you know, you could not drink water from the river. Und man konnte aber das Wasser aus dem Fluss nicht trinken. Some people are looking at me. Oh. They are surprised. I'm not that old. Oh. I'm very. You could not drink the water from the river. Man konnte das Wasser aus dem Fluss nicht trinken. But we used to drink water from a well. Aber wir konnten das Wasser aus einem Brunnen trinken. And this was a well that was dug with hands. Und das war noch ein Brunnen, der mit der Hand gegraben wurde. That was the, in the well there was clean water. Und in diesem Brunnen fanden wir reines Wasser. So you know they used to dig the well with their hand and it took a lot of labor. Also hat es auch viel Zeit und Kraft gekostet, diesen Brunnen zu graben. Nowadays, thank God, there are drills, there are machines that can help us dig deeper, faster and quicker. Aber dank sei Gott, dass es heutzutage Maschinen gibt, so dass solche Brunnen schneller und einfacher gegraben werden. But those days, they labored hard to get water from the well. Aber damals mussten sie also sehr viel investieren, um Wasser zu bekommen. So when somebody had water, they had wealth, they had power, they were independent. Und wenn sie einen Brunnen hatten, waren sie voller Kraft und waren unabhängig. In fact, they sold the water or changed it with some other useful things. Und viele haben das Wasser dann getauscht gegen andere Sachen. So wells were important those days because without wells, the herd or the cattle, the animals would die. Und das Wasser war auch wichtig für die Viehherden damals. So they took it as something very, very important. So war ein Brunnen sehr, sehr wichtig. But you know, even in the generation we're living now, water is important. Aber auch in unserer Generation ist Wasser wichtig. Yeah, we always encourage that it's healthy to drink a lot of water. I don't know how many of us drink a lot of water. Ich weiß nicht, wie viele von uns sehr viel Wasser trinken. At least I know Jonathan drinks a lot of water. Aber ich weiß, dass Jonathan sehr viel Wasser trinkt. In fact, I'm encouraged to drink a lot of water because I see the way he drinks water. Und dadurch bin ich auch ermutigt, mehr Wasser zu trinken. But you see, it is healthy to drink water. Aber es ist sehr gesund, Wasser zu trinken. And no, I read an article. Ich habe einen Artikel gelesen. And it says some scientists and some news commentators. Einige Wissenschaftler. They predict that wars today are often fought over sources of oil. Nehmen an, dass die Kriege heutzutage mehr über Öl gemacht werden. Now look around many countries where there is oil. There are wars that are being fought. Und schau dir die Länder an, in denen es Öl gibt. Es wird immer gekämpft darum. Look in Africa where there is oil. Oder schau dir Afrika an, wo es auch Öl gibt. There is always wars that are being fought. Es gibt immer Kriege darum. It's because of the oil that is there. Es ist wegen des Öls. But these scientists, they say this. Aber diese Wissenschaftler sagen, future wars, die Kriege in der Zukunft, will be fought over sources of water, werden gemacht werden über Quellen des Wassers. And they say it's not because of the salty waters that covers the 3/4 of the Earth's surface. Und es ist nicht wegen des Salzwassers im Meer. But future wars will be fought for fresh water
for the survival of the billions of humans on earth. Sondern für das Trinkwasser, damit die Menschen überleben können. So you realize those days water was important, now water is important. Also wir sehen, das Wasser ist damals wie auch heute wichtig. But the struggle for control of water supplies is nothing new, however. Aber it's not something new. Es ist nichts Neues, dass man darum kämpft. Because when you read the scripture, we see the example of the time of Isaac. Denn auch in der Bibel finden wir dieses Beispiel von Isaac. Because wells were important for survival. Denn Brunnen waren wichtig für das Überleben. Now let me just ask you, what is important for you for your survival now? Ich frage dich, was ist für dein Überleben wichtig? But you know that which is important for your survival, there is somebody who is out to steal it from you. Und das, was für dich zum Überleben wichtig ist, wird jemand anderes stehlen. There is somebody who is out to get that thing that is important for you. Es wird jemanden da draußen geben, der dieses von dir stehlen möchte. But you know what? God wants to refresh you. Aber weißt du was? Gott möchte dich erfrischen. God wants to help you. Gott möchte dir helfen. God wants to give you peace. Gott möchte dir Frieden schenken. He wants to give you that which your enemy tries to take away. Und er möchte dir das geben, was der Feind von dir stehlen möchte. Water those days was for a source of refilling and refreshment. Und damals war das Wasser auch ein Teil zum Erfrischen. But what is very interesting? Aber was noch interessant ist, what he was doing, he was redigging the wells that his father had dug. Er hat die Brunnen wieder gegraben, die sein Vater schon gegraben hatte. But the same battle that Isaac was fighting is the same battle that the father also fought. Und derselbe Kampf, den Isaac kämpfen musste, hatte Abraham auch schon kämpfen müssen. Because his father Abraham also dug the well. Denn Abraham hatte auch diese Brunnen gegraben. And the enemy came and snatched the well away from him. Und die Feinde sind gekommen und haben ihm diese Brunnen weggenommen. But you know, the book of John chapter 10 verse 10 says this. Aber Johannes 10 Vers 10 sagt, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. Der Feind kommt nur um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. That is a work definition. That is a job definition of the thief, who is the devil. Das ist die Definition eines Feindes. He comes to steal, kill and to destroy. That is his work. He doesn't know anything better to do. Er hat nichts anderes zu tun und weiß nichts besseres als zu stehlen, zu töten und zu zerstören. So he's always stealing, killing and destroying, kaputt machen. Also ist er immer nur am Stehlen, am Töten und am Zerstören. And Jesus say, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. I love that verse. Ich liebe diesen Vers. Jesus say, I came that they might have life in abundance. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Today I preached somewhere in a German church and I enjoyed my preaching. Und heute habe ich schon in einer deutschen Gemeinde gepredigt. I preached about life. Und ich habe über das Leben gepredigt. You know, when you read the Bible, you realize that there are so many places it talks about life. Und wenn du die Bibel liest, findest du so viele Stellen über das Leben. Until God revealed it to me, I thought it was just talking about the same thing. Aber bevor es Gott mir gezeigt hatte, dachte ich, wir sprechen über das Gleiche. But this life that God is talking about, Jesus is talking about here. Aber das Leben, wovon Jesus hier spricht, this life, he says, I came that they might have and enjoy life. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es und sich daran erfreuen. This life in Greek is called Zoe life. Und dieses Wort ist auf Griechisch Zoe. And it's not just a normal life. Und es ist nicht ein normales Leben. It is an abundance life. Es ist ein Leben im Überfluss. And every person who believes in Jesus. Und jeder, der an Jesus glaubt. Every person who has received Jesus in their hearts. Jesus, jeder, der Jesus in seinem Herzen hat. Do you know what the Bible says? Wisst ihr, was die Bibel dazu sagt? They've already received this eternal life. Sie haben schon das ewige Leben bekommen. I say I don't fear dying. Ich sage, ich habe keine Angst zu sterben. I'm not planning to die young. Und ich plane auch nicht, jung zu sterben. Nein.
Ich plane nicht, jung zu sterben. I'm not planning to die young. I'm praying for that I'm going to live long. Aber ich bete, dass ich lange leben kann. To play with my grandchildren. Damit ich auch mit meinen Enkelkindern spielen kann. But I'm not fearing to die. Aber ich habe auch keine Angst zu sterben. Because I know when I die, I'll continue living because I have everlasting life. Denn auch wenn ich sterbe, werde ich das ewige Leben haben. And that's what Jesus was talking about. Und darüber hat Jesus gesprochen. He says, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance. Life in abundance. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. That is Zoe life. Das ist das Zoe-Leben. Now, somebody who's not received Jesus in their heart. Aber jemand, der Jesus nicht in seinem Herzen hat. Who's just living life. Der einfach nur das Leben hier lebt. That person has a life that in Greek it's called I don't know the right way to say it in German, but it's called bios. Und auf Griechisch ist das andere, das normale Leben, bios. Bios is just normal life. Das ist das normale Leben. Where you just live, the body, the flesh is living and your soul is living. Es geht darum, dass deine Seele lebt und dein Körper. But your spirit is dead. Aber dein Geist ist tot. Somebody without Jesus, their spirit is dead. Jemand, der Jesus nicht kennt, ist im Geiste tot. But when you receive Jesus, Jesus comes and he revives your spirit. Aber wenn Jesus kommt, dann erneuert er deinen Geist. He gives life to your spirit. Und er gibt Leben in deinen Geist. And that's why if you've not received Jesus Christ in your heart, I encourage you, you welcome him that he may give life to your spirit. Und wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, dann lade ich dich ein, ihn auch einzuladen. And that's why the Bible says that when you receive Jesus Christ in your heart, then the Spirit of God lives in you. Denn die Bibel sagt auch, wenn du Jesus in deinem Herzen angenommen hast, dann lebt der Geist in dir. So the Spirit of God revives your spirit, gives life to your spirit. Also der Geist Gottes belebt deinen Geist. Amen. So Jesus said, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. But you know what? Und weißt du was? From this verse I just realized God wants you to enjoy life. Hier sehe ich gerade, Gott möchte, dass du dich erfreust an deinem Leben. It is not now enjoying life. You have to define it well. There's a right way of enjoying life, and there is a wrong way of enjoying life. Da gibt es aber verschiedene Definitionen, wie man. Don't sit there. You're just taking drugs, and you say, "Oh, I'm enjoying life. God wants me to enjoy life." The Bible says God wants me to enjoy life. Du kannst dich einfach Drogen nehmen und sagen, ja, ich erfreue mich doch am Leben, denn Gott hat gesagt, ich soll das tun. That is a wrong way of enjoying life. You are destroying your life. Denn damit würdest du dein Leben zerstören. So don't destroy the temple of the Holy Spirit. Also zerstöre nicht den Tempel des Heiligen Geistes. But he says, Jesus said, "I came that they may have and enjoy life." Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und sich daran erfreuen. But you see, every good thing from God that you have, there is somebody who is after it. There is a devil. There is a demon who wants to destroy that thing God has given you. Und wir sehen auch, alles Gute, was Gott uns gegeben hat, möchte der Feind von uns wegnehmen. There is somebody who is after your family. There is somebody who is after your job. They're after that which you have. Es gibt immer jemanden, der nach deinem Leben trachtet oder nach deiner Familie. And that's why, you know, I always say, as Christians, it's important we stand in our place and pray and tell the devil, you are not going to get what belongs to me. Und deswegen sage ich, es ist wichtig, dass wir im Gebet sind und dem Teufel sagen, du wirst nicht das bekommen, was du möchtest. I like in the Old Testament somebody called Shammah. Ich mag es, im Alten Testament gibt es jemanden, der Shammah hieß. This Shammah was one of the great men of David. Es war ein großer Mann von David. By the way, this name Shammah, it means the Lord is there. Und der Name bedeutet auch, der Herr ist da. And I believe he came to a place he realized the Lord is with me. The Lord is there. The Lord is there to help me. Und ich glaube, er hatte erkannt, dass der Herr mit ihm ist. And in this time, they worked hard. The Israelites worked hard to
till the ground, to prepare the ground, to sow their seed. Und in dieser Zeit haben die Israeliten sehr viel gearbeitet. And the enemy was just watching them. Und der Feind hat sie nur beobachtet. Watching them how they wake up early to work. Und hat beobachtet, wie sie aufgestanden sind früh am Morgen, um zu arbeiten. They are just watching them as the plant, the lentils grow and they water them, they remove the weed. Und sie haben beobachtet, wie die Israeliten die Pflanzen wachsen ließen. And when it came time for the harvest. Und als die Zeit der Ernte kam. That's when the enemy came. The Philistines came to fight them, to take away the harvest, to take away the lentils. In der Zeit kam der Feind und wollte ihnen alles wegnehmen. And the Bible says that the children of Israel, when they saw the enemy comes, they ran away. Und die Israeliten sind weggelaufen, als sie die Feinde kommen sahen. That's what most of us do. Und das tun die meisten von uns. When you see the enemy coming, you run away. Wenn wir sehen, dass der Feind kommt, dann laufen wir weg. I tell you, I've worked hard for my family to be where we are now. Aber ich sage euch, ich habe hart gearbeitet für meine Familie, dass wir dort sind, wo wir sind. I'm not going to let any enemy come and destroy my family. Aber ich werde nie zulassen, dass ein Feind kommt und diese Familie zerstört. I'm gonna fight for my family. Aber ich werde für meine Familie kämpfen. And you need to have that attitude. Und auch du solltest diese Einstellung haben. I'm gonna fight for my family. Ich werde für meine Familie kämpfen. Have that attitude. I'm gonna fight for what belongs to me. Ich werde für das kämpfen, was mir gehört. Amen. So this man called Shammah. Also dieser Mann, der Shammah hieß. He said, you know, he saw his fellow brothers running away. In fact, the Bible, another translation says, the army of the Israelites, they ran away from the Philistines. Und dieser sah, wie die Armee der Israeliten weggelaufen ist. And he said, no, I'm not running away. Aber Shammah sagte, ich werde nicht weglaufen. I'll stand and defend what belongs to me. Ich werde hier bleiben und das verteidigen, was mir gehört. And what happened? Und was ist passiert? He stood his ground. Er stand da. And God used one man. Und Gott hat eine Person gebraucht. To destroy the army of the Philistines. Um die ganze Armee der Philister zu besiegen. Don't fear. Hab keine Angst. Don't fear your enemy. Hab keine Angst vor deinem Feind. Fight for what belongs to you. Sondern kämpfe für das, was dir gehört. And God is going to help you. Und Gott wird dir helfen. So these wells, the father of Isaac, Abraham, he is the one who dug them. Also diese Brunnen wurden schon von Abraham gegraben. So when Isaac came to this place after Abraham had died, he found the Philistines had covered all the wells. Und als Isaac dahin kam, hat er gesehen, dass die Philister die Brunnen zugedeckt hatten. Genesis 26 verse 18 says, and Isaac digged again the wells of water which they had digged in the days of Abraham his father, for the Philistines had stopped them after the death of Abraham. And he called their names after the names by which his father had called them. Und ließ die Wasserbrunnen wieder aufgraben, die sie zur Zeit Abrahams seines Vaters gegraben hatten und die die Philister verstopft hatten nach Abrahams Tod, und nannte sie mit denselben Namen, mit denen sein Vater sie genannt hatte. Now the question is, why does the enemy fill up the wells that are as they dug? Die Frage ist, wieso hat der Feind diese Brunnen zugedeckt? Now, those days. Damals. The enemy to reduce a city to starvation and submission, they used to cut the supply of water. Damals haben die Feinde immer den Zugang zu Wasser verstopft, damit die Stadt verdurstete. They didn't want them to leave. Und wenn sie nicht wollten, dass sie hinausgehen. Actually, water simplifies life. Denn das Leben steht auch für Wasser. So, for them, if they wanted them to starve to death, they make sure they cut their water supply. Also wenn die Feinde wollten, dass die Menschen verdursteten in der Stadt, dann haben sie den Wasserzugang verschlossen. When you go back to verse 20 in Genesis chapter 26, after
Isaac had dug the wells. It says the headsman of Gerar quarreled with Isaac's headsman, saying, "The water is ours." So he called the name of the well Esek, because they contended with him. Aber die Hirten von Gerar zankten mit den Hirten Isaaks und sprachen, das Wasser ist unser. Da nannte er den Brunnen Zank. This word, Esek, dieses Wort Esek, in Hebrew it means strife and contention. Es bedeutet Zank. You know, I enjoy seeing the way my children grow up. And from time to time they quarrel together. Parents, say you agree, eh? Ich liebe es, wie meine Kinder miteinander spielen und manchmal zanken sie sich auch. I said, why can't you be peaceful with one another? Und ich sage, wieso könnt ihr nicht mit Frieden spielen? Not forgetting when I was young, I tell you, in our home we had a battle. Aber we used to quarrel with my brothers and sisters. We were in our home, we were seven. Ich vergesse nie, wie wir zu sieben zu Hause waren und immer in Zank zu Hause waren. My parents gave me a name. Und meine Eltern haben mir einen Namen gegeben. They called me in Kenya Bingwa. Translate. Those days we had a soap called this bar soap called Bingwa. Damals gab es eine Seife, die hieß Bingwa. Translate of Dutch. So they called me, they said, you are a Bingwa, because I could not allow to be defeated easily. Und sie haben mich so genannt, weil ich nie schnell besiegt werden wollte. Actually, Bingwa, it means winner. Bingwa heißt nämlich Gewinner. So those days they called me Bingwa. Also nannten sie mich immer Bingwa. So you know, we used to fight. When I was young, I was a fighter. Denn als ich jünger war, war ich ein Kämpfer. I said, thank God when I received Jesus in my heart. Now I'm the humble, sweet person that I am now. Hallelujah. Früher war ich ein Kämpfer, aber seitdem ich Jesus kenne, bin ich die wunderbare, nette Person. Amen. But you see, 2 Timothy chapter 2, verse 23 says, but avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife. 2. Timotheus 2, Vers 23. But avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife. Aber die törichten und unnützen Fragen weise zurück, denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. You know, when I read that, I thought Isaac was very wise. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesehen, dass Isaac sehr weise war. Do you know, he would have decided to fight with these people. Er hätte auch sagen können, ich kämpfe weiter mit diesen Menschen. But he was somebody who did not want strife. Aber er wollte keinen Zank haben. And he said, okay, if you want to take it, you can have it. Also sagte er, okay, wenn du diesen Brunnen möchtest, kannst du den haben. But actually, you know, if you know that God blesses you, that wherever you do, God is going to bless. Aber überall, wo du hinkommst, wird Gott dich segnen. When somebody tries to take something from you, you're not going to mind them. You say, okay, God will bless me. Und wenn jemand versucht, etwas von dir zu stehlen, dann wirst du dir keine Sorgen machen, denn du weißt, Gott wird dich segnen. So when they took the first well, also als sie den ersten Brunnen nahm, he gave them as, ich gib's dir das als Geschenk. Hat er es ihnen als Geschenk gegeben. Genau, auf Englisch. Wie übersetzt man das auf Englisch? He gave it to them as a present. Yeah. And the same thing happened with the second well. Und dasselbe passierte mit dem zweiten Brunnen. So he didn't want to strive with them. Und er wollte sich auch nicht mit ihnen zanken. In verse 21, when you go back to Genesis chapter 26, we see the second Hebrew word that Isaac used. Verse 21, it says, then they dug another well and they quarreled over that also. So he called its place Sitna. Da gruben sie noch einen anderen Brunnen. Darüber schritten sie auch. Da nannte er ihn Streit. This word Sitna means hostility and accusation.
Dieser Name Sitna bedeutet Feindschaft und Anklage. Have you ever experienced in life where somebody is so hostile with you? Hast du schon mal erlebt, wie jemand so feindschaftlich zu dir war? Where somebody just comes and accuses you wrongly? Und der dich einfach fälschlich anklagt? Now, when somebody accuses you wrongly, what do you do? Was tust du dann? Isaac, he did not enter into strife with them. Isaac ist nicht weiter in diesen Streit gegangen. It is wise that when somebody is accusing you wrongly, don't enter into strife with them. Und es ist weise, dass du nicht weiter in diesen Streit gehst, wenn jemand dich fälschlicherweise anklagt. But in not one thing, what made them to take the wealth away from them? Und was hat die Feinde dazu gebracht, ihnen den Brunnen wegzunehmen? Why was it they dug the well and they came and just took the well from Isaac? Wieso wurden die Brunnen weggenommen, wenn sie doch gerade erst gegraben wurden? Now, it was because of envy. Es ist wegen des Neides. That one, we're just going to read it from Genesis 26. Wir werden das lesen aus 1. Mose 26. But they envied Isaac. Aber sie waren neidisch auf Isaac. Now, the definition of envy is the feeling of wanting to have what someone else has. Neid ist, wenn man das Gefühl hat, etwas haben zu wollen, was einem anderen gehört. Have you ever seen somebody with a nice car and you wanted to have the same car like that other person? Hast du schon mal jemanden gesehen mit einem schönen Auto und du wolltest auch dieses Auto haben? Wow, so everybody is guilty of that. Then you envied that person. Also warst du neidisch auf diese Person. So envy is a feeling of wanting to have what someone else has. Das ist das Gefühl, dass man das haben möchte, was jemand anderem gehört. I believe each and every one of us, we need to repent over that. Ich glaube, jeder von uns muss Buße tun. Me too, I need to repent over that. Auch ich muss das tun. So envy is also painful or resentful awareness of an advantage enjoyed by another, joined with a desire to possess the same advantage. Wow, that's a long one, eh? Es ist die schmerzhafte Überzeugung von einem Vorteil, den man hat, dadurch, dass man den Verlangen hat, etwas anderes zu besitzen. Mm-hmm. So that's the definition of envy. Das ist die Definition von Neid. Now let's go to Genesis 26, starting from verse 12. It says, afterward, Isaac sowed in that land and found in the same year an hundredfold by estimation. And so the Lord blessed him. And the man waxed mightily and still increased till he was exceedingly great. For he had flocks of sheep and herds of cattle and a mighty household. Therefore the Philistines had envy at him, in so much that the Philistines stopped and filled up with earth all the wells which his father's servants dug in his father Abraham's time. Then Abimelech said unto Isaac, get thee from us, for you are mightier and greater than us. Und Isaac säte in dem Lande und erntete in jenem Jahre hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und er wurde ein reicher Mann und nahm immer mehr zu, bis er sehr reich wurde, so dass er viel Gut hatte an kleinem und großem Vieh und ein großes Gesinde. Darum beneideten ihn die Philister. Nun hatten sie aber alle Brunnen verstopft, die seines Vaters Knechte gegraben hatten zur Zeit Abrahams, seines Vaters, und hatten sie mit Erde gefüllt. Und Abimelech sprach zu ihm, zieh von uns, denn du bist uns zu mächtig geworden. You know, envy can make people do funny things. Neid kann Menschen dazu bringen, sehr lustige Dinge zu tun. Actually, when you read this story of Isaac, und wenn wir diese Geschichte von Isaac lesen, you'll realize during that time in Gera there was a famine. Dann sehen wir auch, dass wir in der Zeit eine Hungersnot hatten. But note this, even in the time of famine, God will take care of his own. Aber denke daran, auch in der Zeit des Hungers wird Gott sich um seine Menschen kümmern. In the time of trouble, God will take care of his own. Auch in der schwierigen Zeit wird Gott sich um dich kümmern.
So I see why these people, they envied Isaac. Und hier sehen wir, wieso die Philister neidisch waren. Because God took care of Isaac in the time of famine. Denn Gott hatte Isaac gesegnet, auch in der Hungerszeit. Everybody was experiencing famine. Jeder hatte diese Hungersnot erlitten. But Isaac was experiencing a different thing. Aber Isaac erlebte etwas anderes. In verse 13 it says, and the man Isaac waxed mightily and still increased till he was exceedingly great. In Vers 13 sehen wir, und er wurde ein reicher Mann und nahm immer mehr zu, bis er sehr reich wurde. And then he says, for he had flocks of sheep and herds of cattle and a mighty household, therefore the Philistines had envy at him. So dass er viel Gut hatte an kleinem und großem Vieh und ein großes Gesinde, darum beneideten ihn die Philister. So in famine he was just increasing, he was just doing well. Also trotz der Hungersnot ging es ihm richtig gut. Have you ever been in such a situation? Warst du schon mal in so einer Situation? Do you know, I've been in such a situation. Ich war schon mal in so einer Situation. Where people felt that I was doing good. Da dachten Menschen, dass es mir so gut geht. Especially as a full-time missionary. Vor allem als Vollzeitmissionar. I've experienced that as a full-time missionary. Als Vollzeitmissionar habe ich das erlebt. That people wonder, oh, why is it? He's a full-time missionary and he's just doing. It looks, he's doing good. He's doing good. Und es gab Menschen, die dann immer sagten, er ist doch nur Vollzeitmissionar. Wieso geht's ihm so gut? In fact, as full-time missionaries, you know, we are supported by different people. Denn als Missionare wird man unterstützt von verschiedenen Menschen. And what I've experienced is that when people see, oh, he's doing good. Und was ich erlebe ist, wenn es einem gut geht. When they say, okay, he's dressing nice. Und wenn Menschen sagen, ja, er zieht sich gut an. Then they think, okay, that is my support, eh? Dann denken sie, ach, das war meine Unterstützung. And then the next thing, they cut your support. Und dann hören sie auf, dich zu unterstützen. Now, I didn't want to say this, but that is the truth. Ich möchte es nicht sagen, aber es ist die Wahrheit. In the last 1 year, we've had our support has been cut, I think about 80%. In dem letzten Jahr ist unsere Unterstützung mit 80% zurückgegangen. But God is faithful. Aber Gott ist treu. God is faithful. Gott ist treu. But you see, this is the same thing that was happening with Isaac. Dasselbe passierte mit Isaac. They saw that he was doing good, he was growing greater and greater. Die Philister sahen, dass es ihm gut ging und dass er immer reicher wurde. And do you know what they did? Und wisst ihr, was sie taten? They decided to kill Isaac. Sie entschieden sich, Isaac zu töten. Now they didn't want to get a gun and just shoot him so that everybody see, oh, they're the one who killed him. Aber sie wollten ihn nicht so töten, dass alle sehen konnten. They wanted to kill him softly. Sie wollten ihn ganz ruhig töten. Do you know what they did? Wisst ihr, was sie taten? In verse 15. In Vers 15. It says, in so much that the Philistines stopped and filled up with earth all the wells which his father's servants dug in his father Abraham's time. Nun hatten sie aber alle Brunnen verstopft, die seines Vaters Knechte gegraben hatten zur Zeit Abrahams. I said in the beginning, water symbolizes life. Am Anfang sagte ich, das Wasser steht für Leben. So these people, they decided to stop the source of their life. Also haben sie sich entschieden, die Quelle des Lebens abzuschalten. Because they say, okay, they're increasing, they have a lot of cattle. Denn sie sahen, wie Isaac immer reicher wurde. So when we stop the wells, when we fill the wells with soil, then they're not going to have water to drink, and the cattle they're going to die, and then after the cattle die, then eventually they will die. Und sie dachten sich, wenn wir das Wasser verstopfen, dann wird erst das Vieh sterben, weil es kein Wasser mehr hat, und dadurch auch die Menschen. But you see, that's what the enemy plans. Und das plant der Feind. But I always say this,
Thanks be to God. Aber ich sage es immer wieder, Dank sei Gott. God always has a better plan for you. Denn Gott hat immer einen besseren Plan für dich. The enemy has a bad plan for you. Der Feind hat einen schlechten Plan But für thanks dich. Be to God. Aber Dank sei Gott. When they stopped, when they stopped these wells. Als sie diese Brunnen verstopften. When they closed these wells. Als sie diese Brunnen zumachten. Isaac went and dug them again. Ist Isaac hinausgegangen und hat sie wieder gegraben. And then when they realized that God had given Isaac the ability to dig again. Und als sie sahen, dass Gott ihm die Kraft gegeben hat, wieder zu graben. They went and they took the well and they say, this is our well. Und sind sie hingegangen und haben diese Brunnen für sich genommen. And Isaac moved another place to dig again. Und dann ist Isaac an einen anderen Ort gegangen. And they came and they fought for the same. Und auch dort sind die Feinde gekommen. But a time came. Aber dann kam eine Zeit. A time came. Eine Zeit kam. But before that time came, I thank God that Isaac did not give up. Aber auch bevor diese Zeit kam, danke ich Gott, dass Isaac nicht aufgegeben Now, hat. My message to you today is that no matter where you find yourself at. Meine Botschaft für euch heute ist, egal wo du dich befindest. Maybe you've been digging wells and somebody has been taking them away. Vielleicht hast du so viele Brunnen gegraben und jemand hat sie dir gestohlen. Maybe you've been working towards being successful, but you've not reached where you're supposed to be. Vielleicht hast du daran gearbeitet, erfolgreich zu sein, aber du bist nie dahin gekommen. God wants you to know that you should not give up. Gott möchte, dass du nicht aufgibst. He has a better plans for you. Denn er hat bessere Pläne für dich. And that's why he says in Jeremiah 29:11, I know the plans that I have for you. Deswegen sagt er in Jeremia 29:11, ich kenne die Pläne, die ich für dich habe. Es sind keine bösen Pläne. Es sind keine Pläne, um dich zu zerstören. Plans to give you a future and a hope. Es sind Pläne, um dir eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Oh, I like it. Another version. It says to give you your expected end. Eine andere Version sagt, um dir das erwartete Ende zu geben. The expected end of Isaac was that he's going to have peace. He's going to have a well of his own that he can feed his family, that he can water his cattle. Isaac erwartete ein friedvolles Leben mit einem Brunnen, mit dem er seine Menschen auch ernähren kann. And God brought him to this time. Und Gott brachte ihn auch zu dieser Zeit. Genesis 26, verse 22, it says this. And he moved from there and dug another well, and they did not quarrel over it. So he called its name Rehoboth, because he said, for now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land. Da zog er weiter und grub noch einen anderen Brunnen. Darüber zankten sie sich nicht, darum nannte er ihn Rehoboth. Nun hat uns der Herr Raum gemacht und wir können wachsen im Lande. I pray that God is going to make room for you and that you shall be fruitful in the land. Ich bete, dass Gott für euch den Raum schaffen wird und ihr fruchtbar in dem Land werdet. This word Rehoboth, it means a broad place. Rehoboth bedeutet weiter Raum. It refers to the land of inheritance that God, only God can give and that the enemy cannot steal from you. Und es bezieht sich auf das Land, das nur Gott dir geben kann und das kein Feind dir wegnehmen kann. Rehoboth refers to a place of enlargement and flourishing. Und Rehoboth bedeutet auch Vergrößerung. God wants to enlarge you and he wants to flourish you. Gott möchte, dass du vergrößert wirst und dass du erblühen kannst. Amen. Amen. And as a church, God wants to enlarge us and to increase us. Und auch als Gemeinde möchte Gott uns vergrößern. You know, we have a small place here. Wir haben hier einen kleinen Ort. But I thank God this was our small beginning place. Aber ich danke Gott, dass das unser kleiner Anfang war. But I thank God because he is enlarging us. Aber ich danke Gott auch, dass er uns immer größer werden lässt. That's why, as you've heard, we've got an opportunity to purchase here and the next building. Und deswegen, als wir das Angebot bekommen haben, die beiden Gebäude zu kaufen. Here, this room, in the future, we are going to have it as our TV place, TV studio. Dann können wir diesen Ort dann weiter benutzen als TV-Station. On the left, we have a hall that is 470 square meters. That is where we're going to have the church. Und nebenan im Gebäude haben wir eine Halle mit 470 Quadratmeter. God is enlarging us. Gott möchte auch uns vergrößern. Personally, God wants to enlarge you and he wants you to flourish. Und er möchte auch dich persönlich vergrößern und dass du erblühst. So Isaac said,
Now the Lord has given us room and we will flourish in the land. Und so sagte Isaak, nun hat uns der Herr Raum gemacht und wir können wachsen im Lande. Another version says, at last the Lord has made room for us. Und eine andere Version sagt, endlich hat Gott uns einen Platz gegeben. Another one says, now God has given us plenty of space to spread out in the land. Und jetzt hat Gott uns so viel Platz gegeben, dass wir weiter wachsen können. So as I said in the beginning, my prayer is that God brings you to that place of Rehoboth. Und ich bete für euch, dass Gott euch an diesen Rehoboth-Platz bringt. A place of enlargement. Ein Ort der Vergrößerung. That he gives you big space. Dass er dir viel Platz gibt. That he gives you the ability to flourish. Und dass er dir die Fähigkeit gibt zu erblühen. Amen. Amen. God wants you to flourish. Gott möchte, dass du erblühst. God wants you to succeed. Gott möchte, dass es dir gut geht und dass du erfolgreich bist. I pray that anything that is standing on your way. Und ich bete, dass alles, was in deinem Weg steht, that God will remove it. Dass Gott es wegnehmen wird. Amen. Let's just stand Amen. Up on our feet as we pray. Lass uns aufstehen und beten. And if you're here, and you've always been feeling that you've been doing something, but the enemy comes out and tries to stop you. Und wenn du hier bist und so lange etwas versucht hast, aber der Feind immer gekommen ist, um es dir wegzunehmen. But you've been getting something and the enemy has just been taking it away from you. He's been stealing it away from you. Und wenn der Feind immer wieder gekommen ist, um es dir wegzunehmen. I just want to encourage us, let's go before God and let's give the situation to God. Möchte ich uns ermutigen, dass wir es einfach vor Gott bringen. I believe it is not in vain that God gave me this word, that God gave us this word. Und ich glaube, es ist nicht umsonst, dass Gott uns dieses Wort gegeben hat. But once we receive the word of God. Und wenn wir dieses Wort annehmen. We are not just supposed to forget about it. Sollen wir es nicht einfach vergessen. We need to respond to God's word. Wir sollten Gott antworten. Yeah, we need to respond to God's word. Wir sollten zu Gottes Wort antworten. We sing this song because he lives, I can face tomorrow. And as we sing it, it's an opportunity personally with your words. Just go to God. Lass uns jetzt ein Lied singen und persönlich mit Gott sprechen. And talk to God about your situation. Talk to God about your life. Und gib Gott einfach dein Leben oder sprich über deine Situation. Speak out by faith what you want to see. In your life. Und sprich im Glauben, was du in deinem Leben noch sehen möchtest. Like I just mentioned Jeremiah 29:11. So wie ich Jeremia 29:11 gesagt habe. God says that he has good plans for you. Denn Gott sagt, ich habe gute Pläne für dich. Plans not to hurt you. Pläne, die dich nicht verletzen. Plans to prosper you. Sondern Pläne, um dich erfolgreich zu machen. This word prosper, it means to that all goes well with you. Das bedeutet, dass alles gut mit dir laufen wird. So just talk to God and tell him, ask him that he makes everything to go well with you. Also bitte einfach Gott, dass er alles zum Guten wenden wird. And he says that he wants to give you a future and a hope. Und Gott sagt zu dir, er möchte dir eine Hoffnung und eine Zukunft geben. So respond to God's word and tell God, God, I receive that future and a hope. Also antworte zu Gott und sag, ich nehme diese Zukunft und diese Hoffnung an. He says that he wants to give you your expected end. Und er sagt, er möchte dir das erwartete Ende geben. Just talk to God and tell God, God, I receive that expected end. Sag einfach zu Gott, ich nehme dieses erwartete Ende an. I receive that expected end. Ich nehme dieses erwartete Ende an. Thank you, Father. Thank you, Lord. Because he is, because he is, I confess him all. Because he lives, all fear is, because I know, because I know, he holds my future, yes, and life is worth the living just because, and life is worth the living just because. Father, we just exalt you, we just glorify your name.
We magnify you because there is no one else like you. There is no one else, Lord, like you. Wir heben deinen Namen, denn es gibt niemanden, der so ist wie du. We thank you because you are the one who fights our battles. Und wir danken dir, denn du bist derjenige, der unsere Kämpfe bestreitet. And this afternoon, Lord, we just welcome you in our lives. Und Herr, an diesem Nachmittag laden wir dich in unserem Leben ein. We welcome you in every situation that is represented here. Wir heißen dich willkommen in jeder Situation, die hier repräsentiert wird. We pray that you fight every battle that we are fighting. Und wir beten, dass du jeden Kampf für uns bekämpfst. Where the enemy has been following us and stealing from us. Wo der Feind gekommen ist, um von uns zu stehlen. We pray that you stop the enemy in the name of Jesus. Beten wir, dass du diesen Feind aufhältst in Jesu Namen. Where the enemy has stolen our joy, we pray for the restoration of joy. Wo der Feind gekommen ist, um unseren Frieden oder unsere Freude zu stehlen. Where the enemy has stolen our peace. Wo der Feind gekommen ist, um unseren Frieden zu stehlen. We pray that as the Prince of Peace, restore our peace. Da beten wir, weil du der Friedensfürst bist, bitte stelle unseren Frieden wieder her. Where the enemy has stolen our finances. Und wo der Feind unsere Finanzen zerstört hat. We pray, Lord, that you restore finances back to us. Beten wir, Herr, dass du unsere Finanzen wieder aufbaust. Where the enemy has closed door on us. Und wo der Feind Türen verschlossen hat. We declare in the name of Jesus Christ. Erklären wir hier im Namen Jesu Christi. Those doors are being widely opened. Dass diese Türen ganz weit geöffnet werden. I declare by faith in the name of Jesus Christ. Und ich erkläre im Glauben durch Jesus Christus. May we receive Rehoboth. Dass wir dieses Rehoboth bekommen. May we receive peace from God. Dass wir Frieden bekommen von Gott. May we receive enlargement from God. Und Vergrößerung bekommen von Gott. May God give us the ability to flourish in our lives. Dass Gott uns Fähigkeiten gibt, um zu erblühen. In the name of Jesus Christ. Im Namen Jesu Christi. And I declare by faith in the name of Jesus. Und ich erkläre im Namen Jesu Christi. That we are going to experience God at work in our lives. Dass wir erleben werden, wie Gott am Werk ist in unserem Leben. We are going to experience joy. Und wir werden Freude erfahren. We'll go forth with joy. Und wir werden weitergehen mit Freude. We'll go forth with celebration. Und wir werden weitergehen mit Feiern. Because God has worked great things in our lives. Denn Gott hat großartige Dinge in unserem Leben bewirkt. Father, we just thank you. Just lift up your hands and just thank God. Vater, wir danken dir und wir heben unsere Hände. Father, I thank you. I thank you for peace. I thank you for joy. Vater, ich danke dir für Frieden und für good Freude. I thank you für alles Gute, was von dir kommt. I thank you for Vergrößerung. I thank you for the open doors. Ich danke dir für geöffnete Türen. I thank you for that you're winning our battles. Danke, dass du unsere Kämpfe besiegst. Thank you, Lord, because you know, oh, you are on our side. Danke, Herr, dass du auf unserer Seite bist. And if you're on your side, und wenn du auf unserer Seite if you bist, are on our side, wenn du auf unserer Seite who can bist, be against us? Wer kann dann gegen uns sein? If God is on your side, wenn Gott auf deiner Seite who ist, can be against wer kann denn noch gegen dir if sein? God is on your side, you are a winner. Wenn Gott auf deiner Seite ist, bist du ein Gewinner. You are victorious. Und du bist siegreich. You are successful. Du bist erfolgreich. You are flourishing. Und du wirst erblühen. In the mighty name of Jesus. Im mächtigen Namen Jesu. Hallelujah. Preist den Herrn. Just give the Lord a clap offering and say thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. And if you are here today, wenn du hier bist, and you've never received Jesus Christ in your heart, und Jesus noch nicht in deinem Herzen angenommen hast, it means you've never received this Zoe Leben, this everlasting life. Das bedeutet, dass du noch nicht dieses Leben im Überfluss hast. God is giving you the opportunity. Aber Gott gibt dir die Möglichkeit. That you may welcome him in your heart. Dass du ihn willkommen heißt in deinem Herzen. Romans chapter 9 verse 9 to 10 says this. In Römer Kapitel 9 steht: You believe with your heart. Du glaubst mit deinem Herzen. And you confess with your mouth. Und du bekennst mit deinem Mund. Unto salvation. Zur Errettung. That is the first step. Das ist der erste Schritt. That is the first step. Das ist der erste Schritt. So if you've not made this first step with the Lord, wenn du diesen ersten Schritt noch nicht getan hast mit dem Herrn, we have an opportunity today. Haben wir eine Möglichkeit für and dich. And we are going to make this first step together with you. Und wir werden diesen ersten Schritt mit dir gemeinsam tun. We are going tun. To pray a prayer of faith. Und wir werden dieses Gebets, and you'll Glaubensgebet receive the beten. Lord in your heart. Und du kannst den Herrn in deinem Herzen so church, haben. Let's help this person to pray this prayer together. Lass uns als Gemeinde mitbeten. And if you're taking this first step, pray this prayer together with us. Und wenn du diesen ersten Schritt machst, dann bete mit uns. Father, in the name of Jesus. Vater, im Namen Jesu.
I come to you. Ich komme vor dich. I believe in you. Und ich glaube an dich. I've received your word. Ich habe dein Wort empfangen. And I've believed it. Und ich glaube an dein Wort. I believe that Jesus is the Son of God. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. And I confess Jesus as the Son of God. Und ich bekenne Jesus als den Sohn Gottes. Jesus, I welcome you in my heart. Jesus, ich nehme dich an in meinem Herzen. I've been a sinner. Ich war ein Sünder. I've been a prodigal son. Ich war ein törichter Sohn. But I come back to you. Aber ich komme zurück zu dir. I ask for forgiveness of my sin, of my sins. Ich bitte dich um Vergebung meiner Sünden. Wash me. Bitte wasche mich. Cleanse me. Reinige mich. And make me whole. Und mach mich ganz. And write my name in the book of life. Und schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens. I receive you as my savior and my Lord. Ich nehme dich an als meinen Retter und meinen Herrn. And I thank you. Und ich danke dir for salvation. Für diese Errettung. I speak my faith. Ich spreche im Glauben. That I'm born again. Dass ich wiedergeboren bin. I'm saved. Und dass ich gerettet bin. I'm a new creature. Dass ich eine neue Kreatur bin. I have everlasting life. Und ich habe ewiges Leben. And I'm on my way to heaven. Und ich bin auf dem Weg in den Himmel. Thank you, Father. Danke, Vater. For saving me. Dass du mich gerettet hast. In Jesus' name. In Jesu Namen.